Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Der ist mittlerweile 7 Monate alt und ja, ich kann behaupten, dass ich nun eine 7-monatige Windel- und Wickelerfahrung habe. Und ich wollte euch nur mal kurz sagen, welche Produkte wir benutzen. Wir nehmen beim Wickeln immer Feuchttücher schon von Anfang an. Anfangs hatten wir die Pampers Sensitive und jetzt benutzen wir die Pampers Fresh Clean. Die finde ich riechen ein wenig besser und ich merke aber bei Feuchttüchern auch keinen großen Unterschied. Also da finde ich eigentlich alle recht okay. Auf jeden Fall Feuchttücher für uns essentiell. Und Windeln benutzen wir auch von Pampers, und zwar die Baby Dry Windeln. Das sind diese hier. Finde ich auch total okay. Also wir haben das Glück, dass Kai eigentlich alle Windeln sehr gut verträgt. Also wir haben auch oft günstigere tagsüber, aber abends greifen wir eigentlich immer auf die Pampers zurück. Und falls er einmal irgendeine Rötung hat, haben wir auch eine Creme zu Hause, und zwar die Inodiol Creme. Er ist jetzt 7 Monate alt und wir haben die jetzt 2-mal benutzt, als er ein wenig gerötet war. Das ist eine Creme, die auch Zink enthält. Die gibt es bei uns in der Apotheke. Meine Hebamme hat mir die empfohlen. Und auch im Krankenhaus haben sie die verwendet. Also die finde ich wirklich ganz gut. Und mehr braucht man auch nicht zum Wickeln. Also ich habe weder Babypuder benutzt, noch irgendeine andere Salbe oder sonstiges. Und wir kommen damit wirklich super gut klar. Sagt mir doch mal, was ihr so zum Wickeln benutzt. Und ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!